Ist eigentlich unsere Schmiede jetzt wieder aktiv, Oskar? Die Schmiede ist wieder aktiv. Okay, den Input musst du später nochmal verschieben, wenn das Erz jetzt durchgeschmolzen ist. Weil der Input hätte ich gerne tiefer. Okay, Input möchtest du tiefer. Compressed Kabel, gehämmert, compressed Keys, gehämmert, compressed Sand, gehämmert, compressed Dust. Yep. Und hier an diesen Dreierdingern fehlt nur noch die Siebe, richtig? Genau. Mit dem würde ich dann zusammenführen lassen über ein Kabel und das in die Schmiede direkt laufen lassen. Also muss ich noch einen Kompressor zwischensetzen, richtig? Wenn du Kompress ziehst, machst ja. Oh, fuck. Okay, ich muss noch einen Kompressor zwischenschalten. Oh, fuck. Nee, wie mache ich das denn? Ich mache einen Crafter, setze ich zwischen. Ich setze einen Crafter zwischen, das ist einfacher. Kann ich das? Zum automatisch zusammencraften. Der kann nämlich nicht verstopfen. Das bleibt ganz dir überlassen. So. Aber wenn hier die Autokompressor voll sind und danach die Seas, geht sowieso nichts mehr weiter. Da stoppt. Mir geht es jetzt gerade um das fertige Produkt. Also wenn die aus den Sieben rauskommen, das Produkt. Achso, na das könnte er dann direkt hier reinlaufen lassen. Nee, das soll direkt in die Schmiede und von der Schmiede da rein. Ja, okay, dann. Ist aber auch doof, weil sich vieles verschmelzen tut. Das ist bei uns egal. Okay. Mir ist es egal. Ja, du kriegst das dann aber auch nicht mehr auseinander. Ist, wie gesagt, mir egal. Wir haben hier, wenn wir das Ding haben, genug. Ihr könntet ja auch direkt drei Mini-Schmelzen noch hier an der Seite dran bauen, wo es reinläuft. Bei dem einen läuft halt Gold und Eisen rein. Bei dem anderen läuft Kupfer und Silber zum Beispiel rein. Und bei dem anderen wieder Nickel und. Weiß ich nie was. Ja, das ist eine gute Idee. Das braucht ja bloß eine 2x2 Schmelze sein dann. Und dann von dort raus, lasst es dann als Ingots rauslaufen. Pumpt's ab. Du hast anderes. Pumpt's direkt ab in euer System. Also die stellen jetzt die Siebe mal da eben für mich. Aber ihr macht das schon. Ich glaube, mein Kunstwerk ist jetzt fertig. Das letzte Sieb steht hier um die Ecke. Brauchst du jetzt nochmals verschmieden, Kleine? Ja. Oh Gott. Und ich brauche neue Item-Conduits, fällt mir gerade mal auf. Terrox wird mich hassen. Oh. Item-Conduit, wo haben wir sie dann? Item-Conduit. Melvin, guck mich mal an. So, ich weiß, wie die Folge heißt. Nein! Erwischt! Aber ich glaube, Tarox wird das feiern. Das denke ich auch. Vor allem, der hat ja auch ein Jetpack, aber ein Tier 1 da bloß. So, macht der Uni. Jetzt muss ich hier unten die anderen Maschinen anlaufen lassen. Einmal die coole Maschine. Okay. Stimmt's, Melvin? Genau. Da geht's schon los, weil die noch Saft drin hat. Das leckt. So. Wieso habe ich normale Fackel? Ach, die sind von dir. Das brauche ich nicht mehr. Ja, no. Also. Oh, ich müsste jetzt demnächst echt mit dem ME anfangen. Denn die Kisten laufen so langsam full. Okay, schmelzen wir in Blöcken oder in Ingots. Aber wir werden pro Schmelze 3 Ingots Ausgüsse haben. Okay. Wieso 3? Damit wir es schnell genug rausbekommen. Okay. Ja. Ich muss gerade überlegen. Fuck, ich habe keine.
keinen von den Dingern mehr. Okay, ich bin dumm. Ja, das sieht was? Nee, alles gut. Schmiede, Item Conduit rein. Void Crystal Block. Hier ist dann wieder einer. So, ich muss euch wieder besuchen kommen. Euer netter Nachbar gegenüber. Ich würde ihn töten. Nee. Na doch. Ich weiß nicht. Soll ich dir sagen, warum? Weil du der Melvin bist. Ja, also darf ich besuchen. Also musst du sterben. Nee, du stirbst gleich. Also Melvin, da habe ich schon mal bessere gehabt. Melvin, du konzentrierst dich jetzt nur noch darauf, dich zum Kampf vorzubereiten. Wofür ich mein Leben lang schon... Wieso gehst du da rum? Bist du behindert? Ich hab die behinderte Maschine gebaut. Geil. Oskar? Anwesend. Ich setz dir hier, ich hab dir hier Conduits hingesetzt. Ja. An die Colossal Chest. Da drauf. Ja, genau, da drauf sollen die Dings, die Ausrüste sein. Also, dass der Casting Table hier drauf ist und die direkt die Sachen aus dem Casting Table da rein sortieren können. Den letzten Input setze ich dir noch. Den letzten Input möchte ich gerne hier vorne im Buch haben. Hier auf der Ecke. Ach, das reicht, was ich hier habe. So, was ist jetzt mein Ziel? So, guckst du einfach mal bei Jai durch, was du machen könntest. So, ach, willst du drei Spuren haben? Bestimmt ja. Holz. Hier kommen die Erz raus, die wir aus Kies rausbekommen. Hier die wir aus Sand rausbekommen. Und hier werden die hinterher einsortiert, die wir aus Dust rausbekommen. Hier ist, und hier sind die Kabel, die direkt schon reingehen, sind diejenigen, die, Ja, ich mache jetzt erstmal hier Casting Table drauf. Ja, und ich stelle die Conduits schon mal ein. Aber das muss Block bleiben. Ja, dann halt als Block war nicht. Dann nochmal drei Custom Table. Das. Oh, jetzt muss ich nur kurz eine Sache testen, bevor ich jetzt gerade Scheiße baue. Ha, klappt. Perfekt. Wie viel Eisen haben wir? Oh, das ist wenig. Das wird sich ändern. Ja, aber wir brauchen gerade das Eisen bzw. den Stahl. Irgendwo hatte ich trotzdem noch eins. 4 zu 1. Wenn das Verhältnis 4 zu 1 ist, dann ist ein halber Stack gleich 2 Stacks von dem anderen, richtig? Ja, ne? 4 zu 1. Ja. Ein Teil Eisen, 4 Teile Kohle. Ja, dann. Dann ist ein halber Stack Eisen gleich 2 Stacks Kohle. Das kann durchaus sein. Warte, ein ganzer Stack, das wären dann 4 Stacks, gibt die Hälfte davon, ja, ein halber Stack und 2 Stacks. Gut. Wie mache ich denn diesen einen Ding hier? Lass dir das Rezept anzeigen, Melvin. Das geht doch. Ja, das Problem ist, ich muss halt wissen, wie es gebaut wurde. Das hast du auch mal auf Stranded gebaut.
Diese Blöcke um vor. Komm, das erstmal weg. Der Wände, um. Ich will das anschließen. Nein, dann konntest. Blöck, ach, diese der. Palis-Blöcken. Ach, dieses Bzzz-Ding. Bzzz-Ding. Atomic Reconstructor heißt das Ding. Du brauchst eigentlich bloß unten bei Jai @ACTU eingeben und dann hast du schon das Modpack da, wo der drin ist. Und jetzt habe ich nur aufgebaut, muss ich. Nee. Ja, du brauchst. Iron, Redstone und ein Iron Casing. Die Rezepte kannst du dir anzeigen lassen. Das kannst du direkt über den übers Crafting-Feld in der Crafting-Station mit diesem Plus, was immer neben dem Rezept auftaucht, direkt reinlegen lassen, die Rezepte. Oh, dürfen sich Schmieden berühren? Das überlege ich auch gerade. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Solange es zwei Blockwände sind. Okay. Zwei Blockwände. Ja, sind es. Ja, dann können die sich berühren. Dann dürfte nichts passieren. Sie dürfen sich nur nicht die eine ein und dieselbe Wand teilen. Genau. Gut. Die würde ich leer räumen. Lass mich auch. Bauerlampe legen. Eingang bitte immer über den mittleren von den Output, also von den Drains. Wie? Den Smeltery Controller, also immer im mittleren, so, ja. Über den mittleren Drain. Wobei es bei der hier an der Seite egal ist. Über welchen Drain. Aber für die anderen wäre es sinnvoll, wobei. Komm. Ich. Wenn wir es dann schon mal haben. Nee, warte. Ich leg die gerade nochmal um, weil wir müssen Kabelmanagement beachten. So, die ich jetzt freigelassen habe. Bei den Drains, die benutzt du bitte. Weil es ist ein Kabel mehr oder weniger, was wir verbrauchen. Dadurch, das würde ich gerne schon sparen. Okay. Den hast du jetzt. Ja, lass. So, das, dann das. Weil noch können wir nicht Item-Conduits scheißen. Noch. Ich weiß ganz genau, was er sagt. Das Ding lassen wir dann einfach im Dauerakkord laufen, weil. Ja, wir haben's ja. Die. Ich leg mal in die Kiste was rein und fahr. Fuck, wo ist es hin? Die Kiste hat's gefressen! Oh nein! Schließ sie schnell ins ME an. Ah ne, warte. Nie wieder. Ich weiß, wo es ungefähr hin sein könnte. Ich weiß nicht, wo genau. Pascal, stell dich mal bitte hier auf die kleine Grünfläche. Auf die kleine Grünfläche? Warum das denn? Mach's einfach mal. Ja. Alter! ja. Dann gehe ich damit rein. Nein, reicht das schon? Nee. Hier, dann können wir einen. Hier können wir einen ganzen Stack schmelzen. Ja, das wird schon klappen. Okay. Insert, extract. Insert, extract, nun sind auch alle always active. Ja, 2, 3, 4. Und Colossal Troll. Okay, das Item, was verschwunden ist, ist nicht mehr in der Chest. Nein. Ich weiß aber noch nicht, wo es hin ist. Oh, habe ich es direkt wieder rausgenommen? Ich habe es direkt wieder rausgenommen. Außerdem, weil ich mit der Maus drüber gefahren bin. Ja, weil wenn ein Item in der Chest ist, kannst du die. Ach doch, lol, man kann die Chest dann abbauen. Hab ich jetzt gerade 3 Items damit gelöscht? Nein, die bleiben drin. So, ich bin da jetzt mal kurz weg. Und wo? Ich werde gerade angerufen. Achso.
Fokus, das ist sehr gut. Gucken, ob meine Kohle endlich durch ist. Das ist ich. Das ist der Kohle, ist gleich durch. Ich hab doch 3 Stück gebaut gehabt. Das ist wieder. Irgendwie verschwindet bei mir gerade alles. Kenn ich. Aber wo sollte das hin sein bei mir? Das ist die Frage. Sind deine Meshes enchanted? Nein. Noch nicht. Okay, weil ich würde direkt mit in der Gravel-Abteilung mit einem Iron Mesh mit Sieve Efficiency 2 arbeiten wollen. Efficiency 5, Unbreaking 3 ist das Beste. Und wenn du sogar noch Glück drauf hast, dann kriegst du sogar noch bessere Chancen an Erze zu kommen. Ja, aber Unbreaking brauche ich ja nicht auf dem Sieb. Ach stimmt, das ist ja die 1.10er, da gehen die noch nie kaputt. In der 1.12er müsstest du regelmäßig nachlegen. Echt? Ja, da haben die eine Haltbarkeit. In Stranded haben die eine Haltbarkeit, meinst du? Ja, aber allgemein in der 1.12.2 haben die Meshes eine Haltbarkeit. Okay, das ist mir neu. Es wird halt alles schwieriger gemacht. Diese komischen Blöcke da. Und was Holz war da noch? Das. Sticks waren da noch. Und normale Kisten habe ich im Inventar. Das 1. Ernsthaft. Was fehlt mir? Eine verfickte Kiste fehlt mir. Denn irgendwie ist eins von deinen Storage Crates verschwunden bei mir. Ja, du hast einen bei Melvin aufgestellt. Echt? Ja. Okay. Wie hieß dieser? Zumindest vorhin stand hier einer. Ja, hier steht einer. Ja, dann. Ja, lass stehen. Ich mach mir gerade einen. Melvin, hier. Ja. Warte, die Upgrades. Ist ein Lagersystem, ein kleineres. Okay. Die Draw müssen, sollten alle irgendwie. Also, bau die mal auf, so dass die über Drawer mit den. Also, dass die Drawer irgendwie mit dem Draw-Controller verbunden sind, im Notfall auch über andere Drawer. Weißt du, wie ich meine? Also, platzier den mal irgendwo. So, und jetzt drumherum einfach Drawer setzen. Muss nicht. Ja, genau. Und alle Drawer, die jetzt irgendwie ansatzweise verbunden sind mit dem Draw-Controller, sind auch damit verbunden. Also auch die, die über Kreuz verbunden sind, sind damit verbunden, weil sie über einen anderen Draw damit verbunden sind. Und wenn du jetzt da Items reinlegst, leg mal irgendwas rein, wovon du mehr hast. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop,